Liebe Freunde der Astrologie, ich beschäftige mich normalerweise nicht mit der Tagespolitik und erst recht nicht mit der Tagespolitik eines kaputten Systems. Dennoch ist vor 5 Tagen eine neue Partei gegründet worden, die Werteunion. Und ich habe mir das Horoskop mal von dieser Werteunion angeschaut. Das habe ich mir schon vor 3 Tagen angeschaut. Und ich fand das also sehr interessant und habe vor 3 Tagen schon etwas vermutet, was jetzt gerade momentan aufbricht. Also insofern doppelt spannend. Wer es nicht weiß, die Werteunion ist ja erst einmal ein Verein gewesen, eine Abspaltung von der CDU, herbeigeführt von Hans-Georg Maaßen. Dann war da auch Max Otte beteiligt und letztendlich auch Markus Krall, also wem diese Personen was sagen. Und was dort für Töne gespuckt wurden, hat sich erstmal ganz interessant angehört. Konservativ interessant, konservativ-liberal interessant, nennen wir es mal so. Und es kam dann jetzt zu einer Parteigründung vor 5 Tagen. Das kam jetzt dann auch sehr plötzlich und sehr engagiert. Und ich zeige mal das Horoskop von dieser Parteigründung. Das ist also 12.32 Uhr gewesen am 17.02. Und es ist ganz interessant, was dieses Horoskop aussagt. Das Horoskop hat erst einmal einen Aszendenten Zwillinge. Das ist ja nicht verkehrt, das ist ja eher gut. Ja? Also geht es um eine intensive Kommunikation. Die Kommunikation fällt in Haus 9, also das ist die Kommunikation über neue Visionen, über ein verändertes politisches System auch, über veränderte Rechtssituationen. Das ist okay mit dem Merkur in Haus 9 als Herrscher von 1. Was aber auffällt, ist der Aszendent 29 Grad. Wenn wir das jetzt so stundenastrologisch beurteilen, kein günstiger Start für eine neue Partei. Also Sie wären gut beraten gewesen, hier vielleicht doch einen Astrologen einzuschalten. Diese 29 Grad ist leider nicht positiv. Was für mich aber ganz ausschlaggebend ist an diesem Horoskop, wenn wir uns mal die Gründungsväter anschauen. Ja? Gründungsväter sind sozusagen die Eltern dieser Parteigründung und die finden wir im Haus 4. Die Eltern der Parteigründung stehen also in einem Löwehaus. Das heißt, wir haben es hier mit führungsstarken Persönlichkeiten zu tun, die natürlich auch gern Führung übernehmen wollen. Und da ist jetzt auch dann die Lilith im Haus 4 und die Lilith im Haus 4 deutet darauf hin, dass hier die Gründungsväter schon während der Gründung in einem heftigen Streit waren. Ja, also hier flogen schon mal die Fetzen. Und umso mehr, nachdem diese Lilith ja auch im Quadrat zum Mond ist, und ich sage gleich zum Mond, was der Mond nochmal so auf sich hat. Wenn wir auch hinschauen, wir haben den Mars und den Pluto zwischen Haus 8 und Haus 9, also der Pluto ist sowohl in Haus 8, er wirkt etwas in Haus 9, aber er wird durch den Mars in Haus 9 hineingezogen. Also Mars-Pluto, das ist ja doch eine ziemliche Kampfenergie, durchsetzungsstark, kämpfend, etwas mit der Brechstange. Dazwischen auch die Venus, die ja für diese Werte auch steht. Also hier ist die Brücke gespannt zwischen Ideologie und Vision, was diese Werte angeht. Da sieht man schon die heftige Auseinandersetzung. Haus 8 ist ja tatsächlich auch das Haus der Partei. Ja? Und hier ist also schon mal eine sehr heftige Auseinandersetzung, die durchaus ja, in einem ganz emotionalen Streit geführt werden kann. Und wir sehen ja aus der Presse, dass das ja schon voll im Gang ist. Die Sonne ist in Haus 10, da gehört sie auch hin bei einer Partei. Sie steht im Wassermann, okay, das ist halt eine Sonne, die sich sehr stark mit dem Neuen beschäftigt, eine gewisse, ja, ich will nicht sagen Revolution herbeiführen will, aber das Neue will. Und diese Sonne muss sich jetzt nach dem Uranus richten und der Uranus, der steht jetzt in Haus 12. Das bedeutet, dass dieser Merkur und die Sonne, die beide im Wassermann stehen und wunderbare Ideen auch haben, dass diese Ideen aber leider ins 12. Haus fallen, weil eben der Uranus dafür zuständig ist, der Sonne und dem Merkur, wie im Übrigen auch dem Mars, dem Pluto und der Venus, ist das ja der Vektor und der Vektor fällt in Haus 12. Das heißt also, all diese Bestrebungen von Sonne bis Pluto werden in das 12. Haus gezogen und werden damit
im Sinne des Uranus in H12 nicht verstanden. Ja, also da kommt ein großes Unverständnis auf. Und das bedeutet auch, dass die Selbstverwirklichungsebene von dieser Partei zwar in der Öffentlichkeit ist, aber der Vektor ist der Uranus in Haus 12. Und das heißt also, hier wird eine Partei öffentlich präsentiert, aber man versteht sie nicht. Ja? Was für mich ganz wichtig und ausschlaggebend ist, es ist der astrologische Raum. Ich habe dazu schon ein Video gemacht. Der astrologische Raum für diese Partei wäre im zweiten Haus. Und das zweite Haus schneidet im Krebs. Und dafür ist dann der Mond zuständig. Und wenn ich den Mond anschaue, der sitzt da in Haus 12. Sitzt zwar in einem Stierhaus, wo es ihm dann recht gut gefällt. Und in den Zwillingen, wo er ordentlich kommuniziert. Aber es ist das Haus 12. Und wenn der Raum einer Partei im Haus 12 ist, bedeutet es, es bleibt eine Idee, es bleibt ein Ideal. Ja? Es tritt nicht wirklich in die Realität. Also diese Partei wird keinen Raum bekommen. Diese Partei wird in irgendeiner Form einem Ideal nachhängen, sich mit Idealen beschäftigen, mit Werteveränderungen. Da ist ja der Uranus auch in Haus 12 und im Stier, Uranus im Stier ist ja die ganze Zeit schon die Veränderung der Werte. Hier sollen ja die Werte, die alten Werte wieder aufgenommen werden. Das kann aber nur als Idee bleiben. Interessant finde ich in dem Zusammenhang auch den Uranus in Haus 12. Der Uranus in Haus 12 steht ja bei einem Grundhoroskop oder bei einem Radixhoroskop für eine, ja, man könnte sagen, Sprengung aus früheren Leben. Sprengung aus früheren Leben, und dieser Uranus ist unmittelbar verbunden auch mit dem Merkur. Und er hat auch ein leichtes Quadrat mit der Sonne. Das bedeutet, er ist verbunden mit Merkur und Sonne, aber er ist ja eben auch der Vektor für Merkur und Sonne. Das heißt, Merkur und Sonne hätten nur dann eine Chance, überhaupt sich zu verwirklichen, wenn dieser Uranus die früheren Leben sprengt. Und was ist damit gemeint mit den früheren Leben? Naja, die früheren Leben der Personen, die diese Partei gegründet haben. Und das ist die Frage, wer ist das? Ja, bei der Gründung dabei war ja Hans-Georg Maaßen. Markus Krall ist ja schon mal vorab rausgeworfen worden, auf sehr stille Art und Weise, aber er ist rausgeworfen worden. Und Max Otte war letztendlich auch nicht dabei. Aber es waren viele dabei, die aus der alten CDU kamen und aus der FDP. Also das sind alte Geister aus früheren Leben. Und es geht genau darum, dass man die eben sprengt. Und wenn man die nicht sprengt, dann wird diese Partei überhaupt keine Überlebenschance haben. Und dass hier die ganze Partei ja schon irgendwie im Ansatz ein Betrug war, das sieht man an dem Neptun im 11. Haus. Der Neptun im 11. Haus steht im Quadrat zum Aszendenten, also von daher sehr bedenklich. Neptun in Haus 11 sind auf der Ebene einer Partei die falschen Freunde. Das heißt, diese Partei ist bereits unterwandert. Dies war bereits zur Gründung unterwandert. Und das sieht man auch dadurch, dass der Chiron und der Mondknoten in Haus 11 sitzen. Der Chiron sitzt auch in Konjunktion mit dem Mondknoten, also in gewisser Weise auf der ganzen Mondknotenachse, also sehr schicksalhaft. Das bedeutet, dass die Wunde in den Parteimitgliedern sitzt, in den Gleichgesinnten, in den Parteifreunden, also dort sitzt die eigentliche Wunde. Und diese Wunde wird dafür sorgen, dass eines Tages der Neptun im Quadrat zum Aszendenten diese Partei wieder auflösen wird. Und Neptun Quadrat Aszendent zeigt auch hier, dass eben hier die Partei schon während der Gründung eigentlich etwas in sich trägt, was verborgen ist, was verheimlicht wurde, was einem Betrug gleichkommt. Im Übrigen auch der Saturn, der im Quadrat mit dem Mond steht und Mond ja den Raum dieser Partei repräsentiert und der Saturn dann diesen Mond ja dann einschränkt. Also das sind alles keine guten Voraussetzungen für diese Partei. Ich würde sagen, diese Partei, wenn sie keine Totgeburt ist, wird sie keinen langen Bestand haben.
Wir sehen ja hier schon in der Presse, dass man schon die Waffen rausholt, um sich gegenseitig zu bekämpfen. Ja? Diese Partei ist schon nach 5 Tagen erledigt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.